Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Titanfall. Der futuristische Schlachtensimulator. Nasenbären, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Mini-Let's Play mit mir. Ich möchte euch zeigen, meine erste Stunde circa in 4 Folgen mit Titanfall. Ja, und ich habe gesehen, es gibt einen Trainingsmodus. Ich war vorher schon mal kurz drin, habe mal kurz reingeguckt. Großartig gespielt habe ich jetzt noch nicht. Es geht einmal in erster Linie darum, die Soundeffekte richtig einzustellen und so weiter und so fort. Musik ausschalten wegen GEMA-Gefahr und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ich spiele das Ganze auf der Xbox One übrigens. Das muss ich auch noch erwähnen. Sonst müsst ihr wieder fragen, ja, unten im Kommentarbereich. Also, Training. Neubeginn. Genau. Ja, was soll ich sagen? Das ist ein Multiplayer-Shooter. Das ist ja schon mal ganz schlecht für mich, ja. Wisst ihr ja, ich bin ein alter Mann. Dann das Ganze noch mit Gamepad, das macht's noch schlimmer. Zudem habe ich mich überhaupt noch nicht mit dem Spiel befasst, also habe auch nicht irgendwie in die Anleitung geguckt oder sowas. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird eine Katastrophe und ich denke, das freut euch wieder ganz besonders tolle. Und dann werde ich auch so das ein oder andere übersehen im Eifer des Gefechts, ja, bei so Multiplayer-Shootern, das ist ja immer ziemlich hektisch alles. Ich habe auch schon gelesen, das Spiel soll schon gut sein, aber gerade anfangs verwirrend, ja. Das ist also quasi genau überhaupt nicht das Richtige für mich, so. Und jetzt, autorisiert für nur Militär. Der Besitz durch eine Einzelperson ist eine Straftat. So, drücke X, um den Trainingssimulator zu starten. Also ich war da vorhin mal ganz kurz drin. Willkommen im Hammond-Piloten-Zertifizierungssimulator. Warnung, nicht registrierte Benutzer im Team. Code akzeptiert. Trainingskapsel autorisiert. Willkommen, Pilot. Blicken Sie zur AR-Kalibrierung auf die roten Lampen. Ja, Servus KI. Hier. Wollen Sie die vertikale Blicksteuerung spiegeln? Hast du einen an der Waffe? Natürlich nicht, sowas macht nur meine Frau. Visuelle Kalibrierung beendet. Initialisiere Simulator. Ja. Ein Hauch von Drogenrausch. Jedenfalls so, wie ich mir das vorstelle, weil ich nehme natürlich keine Drogen. Ich kann das gar nicht wissen. So. Sie dürfen in der Simulation herumlaufen. Genau, und so weit war ich. Alles, was jetzt kommt, ist mir auch neu. Bitte gehen Sie durch den Tunnel vor Ihnen. Das werden wir ja wohl gerade noch hinkriegen. Oh, hört ihr das? Hä, was war das? Ich kann nicht schießen. Ich habe keine Munition. Das Spiel weiß schon warum. Die haben sich gedacht, um Gottes Willen, der Frenkel. Jetzt muss ich schnell da durch, ne? Sonst werde ich wieder zurückgesetzt. Sprinten Sie durch den Tunnel. Alles klar. Einmal drücken nur? Ah ja, man muss das nicht festhalten, okay.
Springen Sie über das Hindernis. Ja, springe über das Bügelbrett oder was das sein soll. Wenn Sie sprinten, springen Sie weiter. Der Brüller, oder? Okay, probieren wir mal aus. Also das ist jetzt, bis jetzt ja Standardsteuerung, so vom Bewegen und Umgucken und so, das ist ja alles wunderbar. Okay, ich wollte euch nur mal zeigen, wie man es nicht macht. Ich habe vergessen zu springen. Ganz toll. Was haben wir jetzt denn? 5 Minuten habe ich gespielt und bin schon gestorben. Ganz toll, das ist ja, als ob ich hier Dark Souls 2 spiele. Boah. Gerade noch. Dark Souls 2, das wäre ja auch was für mich, ne? Springen Sie zu einer Kante, um sich hochzuziehen. Das erste habe ich gespielt, Dark Souls, ein bisschen. Ich fand es eigentlich ganz cool, aber es gut ist halt... gemacht. Ja, danke schön. Es ist halt saumäßig schwierig. Man stirbt 5 Millionen Mal und ich sowieso. Deswegen ist das ein bisschen lästig auf Dauer, finde ich. Ihre wichtigste Ausrüstung als Pilot ist Ihr Jump Kit, mit dem Sie an Wänden laufen können. Ja... 24 Jump Kids. Passieren Sie die Lücke per Wandlauf. Sprinte und springe dann schräg an eine Wand und halte den linken Stick an, um an ihr zu laufen. Okay, da muss ich jetzt doch links halten. Ich glaube, dann wird das schon. Cool! Spider-Man! Oh, hier muss ich auch wieder drüber, ne? Okay, ich stelle fest, 6 Minuten gespielt, schon zweimal gestorben. Ach, verdammte Axt hier. Streng dich mal ein bisschen an, Frenkel. Sie können auch mehrere Wandläufe kombinieren. Ja, hast du sie nicht alle? Einem Wandlauf direkt zum nächsten. Ich habe ja das noch gar nicht drauf. Okay. Das kriegen wir hin. Ah, stopp. Cool. Ach, da geht's auch noch hoch. Wo bin ich? Wandlauf, dann Sprung, weg von der Wand, Richtung Kante. Dadurch gewinnen Sie genug Höhe, um hinaufzukommen. Der spricht aber auch, als ob er einen geistig Behinderten vor sich hätte, ne? Stimmt ja auch ein bisschen, ne? Ist klar. So, also komm nochmal. Sehr gut. Danke. Das klingt aber nicht sehr euphorisch, mein Lieber. Mir wäre ja eine Frau lieber, ne? Eine Frauenstimme. Das ist immer so ein bisschen eher beischlafwürdig, sag ich immer. Freistilwandlauf. Herzlich willkommen hier. Erreichen Sie mit Sprints, Sprüngen und Wandläufen den Ausgang. Ach du Scheiße. Na wunderbar. Hoppa. Ja doch, das geht aber ganz schön intuitiv, muss ich sagen. Das ist nicht schlecht gemacht. Ja. Abschlussanforderungen erfüllt. Ah, das war meine Abschlussprüfung für den Sprung. Sehr schön. Ah, ich bin gut, ne? Ich bin so gut. Nicht. So, Doppelsprung. Jump Kits verbessern ihre Sprungkraft. Sie können daher nach dem Abheben noch einmal springen. Okay, Doppelsprung. Das ist ja wie bei Mario, ne? Komm, Baby. Der Sprung wird noch weiter, wenn Sie mit dem zweiten Sprung länger warten. Wenn Sie mit dem zweiten Sprung länger... Also wirklich, der redet wirklich, als ob er irgendwie einen Schweizer vor sich hätte, der so langsam ist. Verzeihung. Komm, das schaffen wir! Ziehen Sie sich per Doppelsprung in das Loch über Ihnen hoch. Da ist kein Loch! Ach ja, blöder Penner. Ich möchte bitte genaue Anweisungen! Also, warum habe ich denn hier überhaupt die Waffe die ganze Zeit, wenn ich gar nicht schießen kann? Gebt dem Frenkel keine Munition! Er könnte sich selber verletzen. Freistil Doppelsprung. Erreichen Sie mit Wandläufen und Doppelsprüngen den Ausgang. Okay. Muss ich da hoch wahrscheinlich, ne? Komm. Es geht, es geht!
sehr guter Orientierungssinn, Pilot. Ah! Ich hab einen Orientierungssinn wie Nusshörnchen, das weißt du ganz genau, du blöder Idiot. Ach nee, weiß er nicht, er kennt mich halt noch nicht, ne? Tarnvorrichtung. So langsam wird's komplex hier. Tarnung, das heißt fast unsichtbar zu werden, ist für Piloten überlebenswichtig. Tarnen Sie sich und rücken Sie zügig vor, um die Wachen zu passieren. So, jetzt sage ich euch mal was. Das finde ich vorbildlich hier, dass da rechts auch eingeblendet ist, dass da LB ist. Weil ich kann mir das nie merken, was LB ist und was da unten drunter die Taste ist. Den Unterschied, ich kann es mir nicht merken. Aber jetzt sehe ich das sogar. Das ist ja toll. Okay, das ist jetzt wie bei Crisis oder was? Lalalala. Zügig hat er gesagt, ne? Ah, da links unten sieht man auch, wie die Energie... Sehr gut. Die Tarnung hält nicht ewig. Behalten Sie Ihre Tarnungsanzeige unten links im Auge, um zu wissen, wie lange Ihnen noch bleibt. Ja, hab ich doch gesagt, ne? Kampfgrundlagen. Na, zeig mal her. Sie können mit einem Nahkampfangriff aus nächster Nähe lautlos töten. Nähern Sie sich dem Ziel für den Nahkampf. La 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 la. Wer ist das denn? Boba Fett? Sieht ein bisschen so aus, ne? Exekutieren! Bei einem Nahkampfangriff von hinten richten Sie den Gegner hin. Ein frontaler Angriff ist zwar deutlich zeitsparender, jedoch auch wesentlich gefährlicher. Ziehen Sie Meine Ihre Fresse. Waffe, um fortzufahren. Ich habe die ganze Zeit die Waffe schon gezogen gehabt, jetzt ist sie weg plötzlich, jetzt wo ich sie brauche. Das ist ja komisch. Die Waffe ist leer. Legen Sie ein Magazin ein. Die Waffe ist leer. Ach so, hätte ich einfach Magazin einlegen müssen? Das ist die Smart Pistol. Eine Waffe mit Zielautomatik. Nähern Sie sich einem gültigen Ziel, bis die Smart Pistol es erfasst. Drücken Sie erst ab, wenn das Ziel erfasst ist. Neutralisieren Sie das Ziel mit der Smart Pistol. Das zieht Kaugummi. Schaut euch das mal an, das ist lustig. Ich kann wahrscheinlich auch zielen, ne? Ja. Warten Sie, bis die Zielerfassung beendet ist, bevor Sie abdrücken. Hups! War die noch nicht beendet? Warten Sie, bis die Zielerfassung beendet ist, bevor Sie abdrücken. Okay, ich darf nicht über Kimmy und Korn zielen jetzt hier. Ich muss einfach nur schießen. Ziel eliminiert. Sag's doch gleich! Die Pistole kann auch mehrere Ziele erfassen. Ja, sonst wäre es ja keine Smart Pistol, sondern eine Doof-Pistol. Ich verstehe. Eliminieren Sie alle Ziele mit der Smart Pistol. Was? Das geht? Ziele neutralisiert. Das ist ja mal eine Wumme hier. Da kann der Dirty Harry einpacken. Manche Feinde, vor allem Piloten, müssen mehrfach erfasst werden, um sie zu töten. Töten Sie den Piloten mit der Smart Pistol. Ziel am Boden. So. Schießstand. Super. Jetzt sind wir gleich beim Oktoberfest hier. Da kann ich meiner Frau jetzt ein rosa Wählen Häschen Sie jetzt schießen. Ihr Gewehr. Oder eine Rose. Wählen Sie Ihr Gewehr. Ach so. Um präziser zu feuern, können Sie durch das Visier Ihrer Waffe zielen. Zerstören Sie alle Ziele der Schießanlage. Ja, so geht das nämlich. Oh Gott, ich sehe schon, das mit dem Zielen wird nicht so einfach. Ich treffe ja nicht mal die Penner richtig, die sich gar nicht wehren, ey. Das war gut. Ich sehe die auch kaum. Ziele neutralisiert. Ja, habt ihr gesehen, ich habe gerade nachgeladen. Granatenübungsplatz. Was eine Granate hier, ey. Werfen Sie eine Granate in jedes Fenster. RB zweimal. Okay. Daneben, natürlich. Das. Werfen Sie eine Granate in jedes Fenster. Das hat gerade geklappt. Man muss ein bisschen weiter oberhalb zielen. Warte mal, wenn ich... Hä? Warum musst du denn zweimal drücken? Werfen Sie eine Granate in jedes Fenster. Ich muss einfach nur einmal drücken, dann hat sich das. Ja. So!
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kampfszenario gestartet. Alle Gegner im Zielgebiet vernichten. Ach so, jetzt geht's doch schon los. Die Minikarte erscheint in der linken oberen Ecke des AR-Displays. Die kleinen Punkte auf ihrer Minikarte stehen für feindliche Truppen. Ja, okay, dann hören wir jetzt hier auf und machen da weiter in der Folge 2. Ich hoffe, es hat euch bisher Spaß gemacht und wie es dann richtig abgeht, seht ihr in der zweiten Episode. Ich sag danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, ne, Like da lassen. Ciao, ciao!